Draht und Metall. Gertrud Goldschmidt, bekannt als Gego, revolutionierte mit ihren netzartigen Strukturen die Gestaltung von Skulpturen in Lateinamerika. Die Werkschau in Hamburg würdigt die Künstlerin, die 1939 wegen ihrer jüdischen Abstammung vor den Nationalsozialisten nach Caracas fliehen musste. Was wir hier in der Hamburger Kunsthalle zeigen, ist die erste Ausstellung, große Ausstellung von Gego in Deutschland. Sie ist ja in Lateinamerika sehr bekannt, aber hier in Deutschland hatte sie eben nur bislang eine kleine Ausstellung. Und wir zeigen eben eine große Übersichtsausstellung von ihrem Werk, von über 40 Jahren ihrer künstlerischen Tätigkeit. 150 Skulpturen und Zeichnungen sind in dem Geburtsort der Künstlerin zu sehen. Nach Hamburg kam Gego nie mehr zurück, aber die Stadt spielte eine wichtige Rolle für ihre künstlerische Entwicklung. Obwohl Gego sich nicht als Deutsche fühlte, sondern als Venezolanerin, in ihrem Werk gibt es bedeutungsvolle Elemente, die ihre Herkunft zeigen. In Deutschland studierte Gego Architektur und das Studium prägte all ihre Werkphasen in Venezuela. Ihre revolutionäre und zugleich experimentelle Auffassung von Linien, Massen und Volumen wurde wegweisend für eine ganze Generation von Künstlern in Lateinamerika.